Hi, hier ist die Line aus dem Wohnmobil heute. Ich möchte ganz kurz was zu diesem Buch sagen. Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich möchte den Namen gar nicht nennen, wer das geschrieben hat. Und ich muss dazu sagen, dass ich bei meinem ersten Kind, bei meinem großen Sohn, das Tatsache gemacht habe, zumindest 2 Tage lang, weil ich dachte, das ist richtig so und finde es im Nachhinein auch total schlimm, dass ich es gemacht habe. Aber so ist es eben beim ersten Kind, macht man noch einige Fehler, die man dann hoffentlich beim zweiten, dritten oder wir haben ja mittlerweile 7 Kinder. Das 7. Kind hat es, glaube ich, am besten. Da haben wir schon uns ausgefehlert. Ja, ich finde es einen absoluten Rotz. Es schadet den Kindern absolut. Nie mehr würde ich das machen und ich rate auch niemanden dazu, es zu machen. Mittlerweile schlafen meine Kinder bei mir im Bett, also die Kleinen, und ich genieße das total. Ich war sehr empfindlich am Anfang und konnte das nicht, habe das dann aber gelernt und mittlerweile kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Und das ist so ein Blödsinn, sein Kind da brüllen zu lassen, weil die Kinder überhaupt, sie haben kein Gefühl dafür, ob du wiederkommst. Ja? In dem Moment, wo du sie alleine lässt, fühlen sie sich alleine gelassen. Und das ist ein Unding. Es ist absolut ein Unding. Und ich weiß gar nicht, warum dieses Buch überhaupt noch auf dem Markt ist. Und ich habe das der letzt bei einer Ärztin gesehen und habe es echt mitgenommen und in den Mülleimer geschmissen. War sehr erschrocken, dass es bei einer Ärztin ausliegt. Und von dem her, ich würde das Buch absolut boykottieren. Habe auch bei Amazon eine negative Rezension geschrieben und nein, no go, macht das nicht, Leute. Wenn ihr eurem Kind was Gutes tun wollt, dann nicht dieses Buch. In diesem Sinne, tschüss, die Line.